Hallo bei Ahnen aktuell. Heute zeige ich euch, wie man ganz schnell und einfach aus Kräuterresteln ein Kräuteröl machen kann. Oft ist es so, wenn ich Kräuter brauche, nehme ich nur die schönen Blätter und mir bleiben die Stiele über. Immer nur eine super schmeißen zur Auffahrt. Daher machen wir heute ein super Kräuteröl, was man dann über Speisen drüber machen kann. Ich habe jetzt hier Petersilienstängel, Basilikumstängel, Majoran, Oregano, Minzestängel, ganz egal, halt immer weiche Kräuter nehmen. Einfach einmal kurz drüber hacken. Dann kommt das Ganze hier in meine Küchenmaschine. Und auf die Menge Kräuter, so eine Handvoll circa, machen wir 100 ml Olivenöl. Kann auch Sonnenblumenöl nehmen, wenn man mag. So, Deckel drauf, das Ganze einfach durchmixen. Wenn man das Ganze gut durchgemixt hat, dann kann man es in ein Glas füllen. Und dann einfach auf die Speisen drauf machen, wenn man will. Ein schön grünes Öl. Ihr könnt es natürlich auch noch durch ein Sieb nehmen, wenn ihr wollt. Aber ganz einfach nochmal über die fetten Speisen drüber. Ihr habt nochmal einen richtig schönen frischen Geschmack und eine schöne grüne Farbe. Rezepte, wo man das Kräuteröl dazu verwenden könnte, gibt es auf euchkochen.at.